Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, mein Mikrofon geht. Die Technik geht. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Ja. Man hört mich. Ihr habt gerade schon den Trailer gesehen, beziehungsweise nein, habt ihr nicht. Ich könnte ihn nochmal abspielen. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Göttin alle guten Lebewesen in den Himmel verfrachtet hat, um sie von den Bösen fernzuhalten und dann anschließend in die Schlacht zu ziehen. Das ist die Geschichte, die die Menschen sich untereinander erzählen. Und wie es nun wirklich ist oder wie es jetzt weitergeht, erfahren wir, wenn ich das Spiel jetzt starte. Ich kenne das Spiel übrigens noch nicht. Herzlich willkommen erstmal an Mickey, an Teleschnecke, an Creasy, an Call Me Lukas BRW und an Scotty, wunderschönen guten Tag. Und Mustafa, Schluck trinken. Vielen lieben Dank, Mustafa. Mir geht's übrigens gut. Mir geht's besser. Am Donnerstag hatte ich meine Zweitimpfung. Anschließend hatte ich irgendwie, oder war das Mittwoch? Ich hatte auf jeden Fall nachts Fieber und oh, mir ging's richtig kacke. Mann, jetzt starte ich nochmal den Trailer. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Mein Mod, Kappa. Ich weiß nicht, wie man Mod macht. Wie macht man Mod?
slash mod at callmemeli. Zack. Das Spiel ist toll. Ich kann dir helfen, wenn du nicht weiterkommst. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und dadurch, dass ich es jetzt streame, habe ich es halt geholt. Aber privat hätte ich mir das, glaube ich, eher nicht geholt. Aus dem Grund, weil es einfach Vollpreistitel ist. Und es ist kein Remake. Es ist keine Überarbeitung. Es ist keine Verbesserung. Es ist wirklich 1:1 das alte Spiel. Mit einer Controllersteuerung, die aber auch echt nicht gut sein soll, habe ich gelesen. Ziel mit Hilfe der Bewegungssteuerung, bliblablub. Ja, ich spiele übrigens heute mal mit Controller. Sorry, meine Kamera kriselt. Keine Ahnung, warte mal. Vielleicht kann ich das noch ganz fix beheben. Zack. Ich kann mich dunkler machen. Ich kann die Farbe ändern meiner Haut. Aber den Rest, ich weiß nicht warum, aber das Spiel sagt, oder der Stream sagt, nein, heute nicht. Wir bleiben bei Link, oder? Wir bleiben bei Link. In Zelda muss man Link heißen. Ich habe es dreimal auf Wii durchgespielt und werde es auch auf der Switch noch durchspielen. Ich habe schon gesehen, es gibt tatsächlich noch Glitches und so, die wurden alle nicht gefixt. Also alle Bugs, die es im Originalspiel gibt, gibt es hier auch. Und dafür 60 Euro zahlen? Hm. Als Fan oder als jemand, der das noch nie gespielt hat, kann man machen. Aber es gibt halt auch neue Spiele für 60 Euro. Das muss man sich bewusst sein. Und wir gehen rein. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Graffiti. Das Ding kennen wir aus Hyrule Warriors. Das Böse ist erwacht. Im Wald. Nintendo präsentiert. Die Legende von Zelda. Dabei spielen wir die ganze Zeit Link, nicht Zelda. Ist das Zelda? Auf jeden Fall leben alle guten Wesen in der Luft, weil unten auf dem Boden ist wohl das Böse. Was, die hört sich grausam an? Nein, überhaupt nicht, Lukas. Da sind wir. Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon, musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. Link, übrigens, sie haben sich sehr einfach gemacht mit der Synchrone, indem sie einfach eine erfundene Sprache vorlesen. Ich hoffe, der Ton und so ist alles in Ordnung. Oh, ich mach mal ein bisschen lauter. Jetzt hab ich nicht hingeguckt. Oh, deine Switch ist ins Wasser gegangen. Ich hoffe, sie ist nicht kaputt, aber sie ist kaputt, oder? Sie ist ja nicht wasserdicht.
Oh, ein Vogel hat uns einen Brief gebracht. Und wir sind aus dem Bett gefallen. Seid ihr eigentlich schon mal aus dem Bett gefallen? Ist einer von euch mal aus dem Bett gefallen? Ich glaube, bin ich schon mal aus dem Bett gefallen? Es kann sein, dass ich einmal in meinem Leben aus dem Bett gefallen bin. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es, oder? Guten Morgen, Link. Öfter schon mal, Scotty? Oh mein Gott, hast du ein Bett, wo du aus allen Seiten fallen kannst? Oder hast du ein Bett, was an der Wand steht, wo du nur in eine Richtung fallen kannst? Sie funktioniert wieder. Graffiti, hast du die einfach trocknen lassen und dann hat sie keinen Schlag wegbekommen? Der Docket-Modus funktioniert und der Handheld? Also ich hätte erwartet oder befürchtet, dass mindestens Handheld-Modus kaputt ist. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda? Und herzlich willkommen, Aura! Mit dem Ottchen. Oder Otter? Oder ist das ein Frettchen? Nee, ist ein Otter. Alles funktioniert wieder. Ey, übrigens, Aura, was ist da los? Ich habe gesehen, kann es sein, dass du mit deinen Freundinnen am Wochenende in Berlin warst? Hast du gar nicht gesagt. So, okay, man kann sich hinsetzen, man kann aufstehen. Man kann mit der Umwelt interagieren. Die Grafik übrigens, muss ich sagen, der Stil gefällt mir. Also, das ist wie Grafik. Jetzt einfach in Full HD. Und ich muss sagen, es gibt Switch-Spiele, die auf der Switch, die neu entwickelt wurden, schlechter aussehen. Zum Beispiel Pokémon Schwert-Schild. Das sieht nicht so hübsch aus wie hier. Und es läuft nicht so flüssig. Nur mal so am Rande. Oh. Oha. Du hast einen blauen Rubin gefunden. 5 Rubine wert. Steck ihn in deinen Beutel. Das wusste ich nicht. Bin klatschnass angekommen im Hotel. Was ist das für ein Dreckswetter in Berlin? Du bist noch in Berlin? Ja, es hat richtig krass geschüttet gerade. Es hat richtig, richtig krass geschüttet. Aber so ist es nicht immer in Berlin, Aura. So ist es nicht immer in Berlin. Du hast dir einen echt schlechten Tag ausgesucht, um dir Berlin anzugucken. Aber heute soll es wohl in ganz Deutschland so gewesen sein. Es gibt halt immer noch Personen, die sich Emulatoren für 4K-Grafik holen. Jo. Also wenn du das Original-Wii-Spiel auf dem PC, auf dem Emulator spielst und dort 4K-Grafik machst, hast du eine bessere Grafik als diese HD-Version für 60 Euro. So, Kamera links halten und rechts neigen. Okay. Ah, okay, die Kamera ist fest. Okay. Wenn ich L drücke, kann ich sie frei bewegen. Ich hatte schönste Wetter hier. Herzlich willkommen. Ja, cool. Cool, cool, cool. Also, Berlin war auch richtig schönes Wetter. Und dann so 18 Uhr ist die Welt untergegangen in Berlin. Aber richtig. Ich musste alle Fenster schließen. Selbst angekippt war Überschwemmung. Schlechter Tag. Gestern war mega und morgen, wo der Zoo geplant ist, soll es auch noch regnen? Soll es morgen regnen? Also du gehst morgen in den Zoo mit deinen Freundinnen. Musst mir mal berichten, wie der Zoo war und was sich lohnt, im Zoo anzugucken und was nicht. Erzähl das mal dann. Jeder Schüler hat sich selbst um Ordnung und Sauberkeit seines Zimmers zu kümmern. Okay, scheinbar sind wir auf einem Internat, oder? Kann man das so nennen? Wir haben ein Zimmer. Ich glaube, Schulen, wo man wohnt, nennt man Internat. Der Zoo ist doch in deiner Nähe. Nein, absolut nicht. Der Zoo ist überhaupt nicht in meiner Nähe. Aber ja. So. Soll jetzt aber nicht um Zoo gehen, es soll jetzt um Zelda gehen. Viele haben sich Zelda gewünscht und jetzt spielen wir endlich Zelda. Was ist das denn? Guten Morgen, Link. Heute ist der große Tag der Vogelreiter-Zeremonie.
Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Da ist der rechte Stick immer frei. Und für Kamera? Also ohne L halten zu müssen. Ja genau, wenn du... Der rechte Stick kannst du, wenn du nicht L drückst, für andere Dinge benutzen. Wahrscheinlich für den Schwert, das Schwert schwingen. Wann hält man ein Fass von oben fest? Lukas, ich habe noch nie ein Fass festgehalten, ehrlich gesagt. Tja, nichts zu machen. Streng dich an. Ich drücke dir fest die Daumen. Übrigens, ich glaube, was neu ist... Guck mal. Oh, nein. Was neu ist, ich weiß nicht, ob es neu ist, der Hilfemodus. Pfeiltaste rechts. Ich glaube, dieser Modus gibt einen in jeder Situation des Spiels Hilfe. Stellung. Die es früher nicht gab, glaube ich. Könnt ihr mich hier aber gerne korrigieren. Der Zoo ist schön, hast du viel zu entdecken. Ja, ich werde auf jeden Fall dann mal in den Zoo gehen, mal gucken. Souvenir gibt es überall in jedem Bundesland. Aber ja, in der Hauptstadt natürlich umso mehr. Gerade in den Touristengegenden. Ne? Zoo ist zum Beispiel eine Touristengegend. Da gibt es überall Souvenirshops. Kannst du natürlich beliebig viel Geld da lassen, beziehungsweise alles. Übrigens, was ich sehr bemerkenswert finde... Norden, Statue der Göttin. Osten, Wohnviertel. Süden, Dorfplatz. Westen, Ritterschule. Was ich richtig krass finde, wir haben bereits 6 Herzen. Ich habe das Spiel gestartet und wir haben 6 Herzen. Ich kenne kein Zelda-Spiel, wo man mit so viel Herzen startet. Oder werden wir gleich noch richtig schwach? Meistens ist man mit 3 Herzen gestartet, ne? Und dann gehst du raus, wirst 3-mal getroffen und bist Game Over. Das ist meine Zelda-Erfahrung. Gehen jetzt Essen besorgen, beziehungsweise Kino, weil Black Widow, beziehungsweise Insel High. Oh, viel Spaß. Wo geht ihr essen, Aura? Was gibt's Schönes? Wo geht ihr in Berlin essen? Und viel Spaß im Kino auf jeden Fall. Ich habe den Riesenpanda durch den Zug geschleppt und bin damit durch meinen Ort. Du hast einen Riesen... Du hast im Berliner Zoo einen Riesenpanda für 50 Euro gekauft und den hast du dann in deinen Zug durch ganz Deutschland geschleppt? Du hast doch echt ein Rad ab, oder? In Skyward Sword gibt es nur 24 Herzteile, daher die 6 Herzen. Oh, das ist eine krasse Randnotiz an der Stelle. Es gibt weniger Herzen durchs Spielen, aber mehr Herzen zu Beginn. So, kann man ihm irgendwie helfen? Warte, kann ich dir helfen? Oho! Hoho! Warte, wo musst du die Dinger hin? Wo wollte er die hinhaben, Leute? In den Keller? Scheiße, was hat er gesagt? Hab eine Erinnerung gebraucht, kommt dann das Kind. Du hast eine Erinnerung gebraucht? Hä? Bist du etwa hier, um mir zu helfen? Genau. Könntest du vielleicht eines dieser Fässer für mich zu der alten Dame tragen, die im Speisesaal arbeitet? Wo ist der Speisesaal? Wenn du etwas hochhältst, kannst du es übrigens werfen. Kleinere Dinge, wie ein Krug, kann man sogar rollen. Aber dafür musst du ihn nach unten halten. Den Fass bringst du aber bitte heil in den Speisesaal, ja? Okay. Dieses Spiel basiert ja eigentlich auf Bewegungssteuerung. Junge, gestern waren wir beim Italiener. Der hat gemerkt, dass wir Touris sind und uns richtig zappeln lassen. Heute wahrscheinlich ins Deiner? Was ist denn Deiner? Und wie er hat euch zappeln lassen? Im Sinne von, er hat euch sehr spät das Essen gebracht, oder was? War bei euch allen Unwetter? Bei mir war auf jeden Fall Unwetter. Gute Nacht, Jessilein. Der Speisesaal ist neben dir. Habe ich mir schon gedacht. Ich soll das hier ins Speisesaal bringen. Ist es einfach scheißegal, wo ich das Ding hinstelle? Kann ich es einfach hier hinstellen so? Bam. Ach, da ist die Dame.
Huch! Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Dann gehen wir mal zu der alten Frau mit der Kiste. Was für Unwetter. Bei mir war gar nichts. Also in Berlin hat es richtig krass geregnet. Also so, als würdest du einen Eimer nehmen und einfach auskippen. Und das kam vom Himmel. Alles gleichzeitig. Als wäre diese, ihr kennt ja Regenwolken und dann tropft das ja so langsam runter wie in einer Dusche. Als wäre die Regenwolke geplatzt, wie so eine Wasserbombe. Und all das Wasser, was in der Regenwolke drin war, ist einfach nach unten geklatscht. Also wirklich, so war das. So war das. Ohne Witz. Im Sinne von, bis der mal zum Zahlen kam. Und ja, ein Restaurant im amerikanischen Stil, dementsprechend deiner. Lass es dir schmecken oder lass es euch schmecken, Aura. Wenn du Restaurant-Empfehlungen hast, die du cool findest, kannst du mir gerne geben. Oder, ja, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Eigentlich müsste ich dir Empfehlungen geben. Hallo Link, kannst du mir bei etwas helfen? Eigentlich habe ich schon Gruß darum gebeten. Aber da du schon hier bist, könntest du mir bitte ein Fass bringen? Willst du mich verarschen? Das Fass steht genau neben dir. Aura, wo ist denn das Hotel in welcher Gegend in Berlin? Wo hast du das da? Welche Gegend? Welche Gegend habt ihr euch da entschieden? Ich hoffe doch, eine gute Gegend. Danke, Link. Das ist nett von dir. Eigentlich sollte ich ja Gruß erledigen, aber was soll's. Vielen Dank. Vielen Dank. Am wichtigsten Tag meines Lebens. Oh, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Hä? Oh. Na gut. Ich glaube, dieses Spiel muss man auch mit Bewegungsstörung spielen. Alexanderplatz. Hemden bei Hilton. Oh. Alexanderplatz ist auf jeden Fall gut. Habt ihr euch gut ausgesucht? Habt ihr euch gut ausgesucht? Eine Toilette. Es gibt einen Besen. Es gibt... Gründliches Putzen ist wichtig. Einen Eimer zum Putzen. Was ist das? Brave Kinder waschen sich stets die Hände. In einem Topf. Mit dem gleichen Wasser. Also ich habe von Fetzer gehört, dass beides Schmutz ist. Was ist beides Schmutz, Lukas? In manchen Bundesländern gab es richtig so... Hä? Nee. Was meinst du mit Schmutz, Lukas? Für 4 Tage nur 280 Euro und das Hotel ist mega. Cool, Aura, cool. Hm, okay, man kann sich hinsetzen. Es gibt auf jeden Fall auch Zelda-Spiele, da gibt's hier Geld in der Toilette. Aura, ich wünsche dir viel Spaß und eine schöne Zeit in Berlin. Ich spiele schon seit 15 Stunden Zelda mit Bewegungsstörung. Ah, okay. Mit beides Schmutz meinst du, das Spiel ist sowohl mit Bewegungsstörung als auch mit Controller-Schmutz, laut Fetzer. Mal gucken. Ich mache mir jetzt ein eigenes Bild. Und übrigens als kleiner Teaser, morgen spielen wir weiter The Last of Us. Dann ist es genau eine Woche her. Morgen geht The Last of Us weiter. Also wenn ihr irgendwie Bock auf Last of Us habt, versucht euch morgen Abend frei zu halten. Spielt's mit Joy-Cons? Ich spiele jetzt aktuell mit Controller, weil das ist die neue Steuerung. Dieses Spiel kann man endlich ohne Bewegungssteuerung spielen. Das Original ging damals nur mit Bewegungssteuerung und das hatte dadurch schon einen kleineren Shitstorm gehabt. Ich empfehle definitiv Joy-Cons. Weil das Schwertschwingen ist halt nur mit Bewegung, ne? Und ansonsten muss man jetzt so das Schwert schwingen. Nach links, nach rechts. Vielleicht sollte ich wirklich Joy-Cons nehmen. Dann nehmen wir jetzt Joy-Cons. Let's go. Ah, Joy-Cons. Hä? Das hat gut geklappt. Richte den R auf den Bildschirm und drücke Y. Okay. So. Hä? Das ist ja komisch. Jetzt muss ich nicht mehr L drücken,
um die Kamera zu drehen. Jetzt kann ich die Kamera mit dem rechten Stick einfach so drehen. Okay. Also der Grafikstil, wie gesagt, gefällt mir, auch wenn sie absolut nichts dran geändert haben. Muss man aber auch nicht. Bemerkenswert ist, wie gesagt... Ich weiß, ich sage diesen Satz oft, aber... Pokémon Schwert Schild in dieser Grafik wäre einfach top gewesen. Nee, wir haben eine schlechtere Grafik mit 10 FPS. Das Spiel hier hat eine bessere Grafik mit 60 FPS. Es ist ein Wii-Spiel. Wie kann ein Wii-Spiel eine bessere Grafik haben als Pokémon Schwert Schild? Ich habe gelesen, wie man in dem Spiel das Schwert bewegt und hatte direkt den Knoten im Kopf. Da würde ich auch Joy-Cons nehmen. Bemerkenswert ist der Preis. Ja. Hey, Link. Hier. Die Sprachausgabe ist auch top. Besten Synchronsprecher genommen. In jeder Sprache synchronisiert. Guten Morgen, Link. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Wie fühlst du dich? Übrigens, Last of Us ist günstiger als dieses Spiel hier. So, als Vergleich. Und Last of Us ist 3 Jahre älter als dieses Spiel. Nein, stopp! The Last of Us gab's für die PlayStation 3, ist 10 Jahre alt. Dieses Spiel gibt's ja erst seit einer Woche. Vergleicht mal. Ist der Preis wirklich gerechtfertigt? Aber das Gleiche kann man ja auch von Apple-Produkten und, weiß ich, Markenprodukte sagen. Ne? Das ist halt die Marke. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Visiere mich an, dann können wir uns unterhalten. Wie visiere ich dich an? ZL. Ah ja, jetzt habe ich ihn anvisiert. Ich drücke jetzt mal A. Der hat mich verarscht. Okay, A, okay, anvisieren und dann A drücken. Hast du noch Nachwehen von der Impfung? Also ich hatte am Mittwoch oder Donnerstag die Impfung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gestreamt habe. Alter, mir ging sowas von scheiße. Das war meine Zweitimpfung. Das Gute ist, eine dritte brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich bin durch. Ich hatte richtig Nachwehen. Aber jetzt geht's mir super, Nivi. Ich bin jetzt nur noch müde. Müde. Aber ich weiß nicht, ob das an der Impfung liegt oder ob es einfach so mein Grunddings ist. Mein Grundenergieniveau. Das mit dem Vorlesen klappt nicht so ganz so flüssig wie sonst. Ja, genau. Du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihnen sprechen. Wenn es niemand zum Anvisieren gibt, kannst du diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Ich habe Dienstag meine Zweitimpfung. Mal schauen, wie es mir danach geht. Genau, Scotty, lass dich da nicht einschüchtern. Jeden geht's anders. Manche geht's noch schlechter, aber auch manchen auch gut, also besser. War das echt so schlimm? Da kriegt man ja Angst. Ich hatte ein bisschen Fieber und Gliederschmerzen. Also ich hatte halt so eine richtige Grippe. Aber es war nach einem Tag alles gut. Am zweiten Tag ging es mir besser. Nur noch so Müdigkeit. Live Gamer, ich lasse mich bald vielleicht auch impfen. Mach definitiv. Aber auf dieser Entfernung lässt es sich nicht so gut reden. Also komm doch hoch. Wie komme ich denn hoch? Wenn du auf diese Holzkiste dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Den Sprung solltest du ganz einfach schaffen. Versuch's mal. Wie sprinte ich? Halte beim Laufen B gedrückt. Oha! Das ist ja... Das ist so ein bisschen wie Assassin's Creed. Wenn du rennst, kannst du so große Hindernisse hochrennen. Mach mir kurz was zu essen. Oha, call me Lukas. Was gibt es bei dir Schönes? Pizza? Reden. Jo. Hallo, Link. Bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiter-Zeremonie? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ach, du bist verabredet? Zelda wartet schon? Oha, wo du gerade hier bist. Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gepora. Unserem Direktor ist weggelaufen. Warte, Mia? Wer ist Mia? Ach. Was soll ich nur tun? Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun. Für die Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich nicht hinterherklettern. Oha. Aber richtig schlecht gemacht. Was ist das für eine Sch... Hä? Hä, dieser Vogel.
Hä? Guck mal, ich mache jetzt nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Was ist das für eine Bewegungsstörung? Was ist das für ein Scheiß? 60 Euro! Wollt ihr mich verarschen? Ich kann euch übrigens ein Indie-Spiel empfehlen, 10 Euro. Das hat einen richtigen Mauszeiger. 10 Euro, nicht von Nintendo selbst. Das Spiel kauft keiner. Das Spiel kaufen alle. Also schlechte Qualität kaufen alle. Nur weil da Zelda dran steht. Das finde ich so mega. Es ist einfach traurig. Es ist einfach nur traurig. Also hier niemals Bewegungsstörung. Da mache ich ja... Ich gehe jetzt auf gern. Da mache ich den Mauszeiger nach unten. Und auf einmal springt er zu nach links. Da mache ich lieber jetzt den hier und wähle das richtig aus. Sonst mache ich noch eine Fehleingabe. Normalerweise magst du Bewegungsstörung. Normalerweise mag ich's. Aber das hier ist keine Bewegungsstörung. Das ist furchtbar. Das ist, also für 60 Euro schämen. Pizza und ein Kilo Eis? Ja, das ist, klingt nach einem super Essen, Scotty. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich Nein gesagt hätte? Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Oh ja, diese Welt ist viel zu detailliert. Ich sehe die Ranken nicht. Wenn du dich im Vorsprung entlang hangelst, kannst du dann vielleicht aufs Dach kommen. Mal gucken. Ich wäre allgemein zu dumm für dieses Spiel. Ja, nein. Glaube ich dir nicht. Okay. Ich glaube dir. So, okay, lass uns einen Weg finden. Wir müssen uns irgendwie irgendwo entlanghangeln, hat er gesagt. Ich glaube, wichtig ist einfach, die Texte zu lesen, weil es gibt keine Sprachausgabe. Und dieses Spiel war in der Produktion so teuer, wegen der nicht vorhandenen Sprachausgabe, dass man in der HD-Version einfach nochmal 60 Euro verlangt. Weil beim ersten Mal haben die nicht genug Geld eingenommen. Kappa. Last of Us übrigens, ja, das ist ein PlayStation 3 Spiel, hatte einen kompletten Remake bekommen für die PlayStation 4 mit komplett neuer Grafik. Alle PlayStation 4 Spiele, die eine Next-Gen-Update kriegen, alle, das sind alles echte Remakes mit besserer Grafik, sind kostenlos. Hier nichts bessere Grafik. 60 Euro. Ist schon etwas... So. Man kann übrigens gar nicht springen. Das ist komisch. Ich kann nur rennen. Aber was ich cool finde, ist der Schatten. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ob es den bei der normalen Version auch gab. Aber wahrscheinlich, sonst würde es ihn hier nicht geben, oder? Das ist ein normal... Gab es den auch, Nivi? So, ich kann nicht springen? Man kann wirklich nicht springen. Also ich muss jetzt wahrscheinlich einfach versuchen, gerade zu rennen. Und dann springt er automatisch, okay. Man kann wahrscheinlich später springen. Twilight Princess HD hatte auch nicht mehr Verbesserungen. Da wird nicht gemeckert. Einfach nur gekauft. So, ich kann jetzt bestimmt schieben. Und zack, hoch mit dir. Oha, was ist das? Warte, wieso sollte ich dieses Vieh... Warte, wieso sollte ich ihn wegwerfen? Was? Das sind doch keine Unmenschen. Ich kann doch kein Lebewesen durch die Gegend werfen. Nintendo. Hä, aber wo muss ich hin? Ablegen. Du hast sie halt zurückgebracht. Vielen Dank, Link. Was würde eigentlich passieren... Oder was wäre passiert, wenn ich das... Wenn ich, das Haustier weggeworfen hätte. Über einen Zaun oder so. Spiel mal Splitgate. Das ist geil. Ich muss tatsächlich sagen, dass Nintendo bestimmt kein Twilight Princess porten wird. Das ist schade, weil das würde ich tatsächlich gern haben wollen. Weil das fand ich, habe ich damals gespielt, das fand ich echt gut. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden.
Übrigens, alle, die lesefaul sind, ihr müsst immer nur die bunten Wörter lesen. Platz vor dem Tempel. Alles klar. Platz vor dem Tempel. Zelda ist sicher auch dort, also beeil dich. Oh, und ich sollte dir wohl etwas geben. Es ist keine große Sache, aber hier, bitte. Und, sag den anderen nichts davon. Oha, einen roten Rubin! 20 Rubine wert. Was für ein Glück. Er hat uns einfach Geld gegeben. Oha. Ich würde tatsächlich so eine Zelda Collection, Lukas, für 60 Euro würde ich holen. Aber auch nur, wenn alle Zelda-Spiele drin sind. So eine Collection ist es nichts, ne? Du packst halt alle ROMs da rein und verkaufst diesen Emulator für 60 Euro. Da machen sie immer noch 60 Euro Gewinn. Aber Nintendo verkauft einfach jedes Spiel einzeln für 60. Oh, was ist das? Untersuchen. Vogelstatue. Speichern, zurück. Speichern. Speichern. Bist du sicher? Ja. Ich möchte speichern. Muss ich das jetzt jedes Mal fünfmal auswählen? Okay. Oh. Du hast eine Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Was ist denn überhaupt meine Ausdauer? Das hier, oder? Oh. Morgen, Link. Hast du dich gut ausgeruht? Wir sind übrigens auf einem Internat, ne? Wir sind auf einem Internat. In der Luft. Übrigens witzig, in der Luft, Breath of the Wild 2 spielt wohl auch in der Luft. Vielleicht ist deswegen auch dieser Port rausgekommen für die Switch. Weil Teil 2 irgendwie in der Ähnlichkeit was damit zu tun hat. Auf jeden Fall gibt es dort auch wieder Inseln, die schweben und man fliegt rum und dies, das. Man gleitet. Über den Wolken, ja genau. Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt. Also die Story hier ist, ganz simpel ausgedrückt, auf der Erde existiert halt das Böse. Und die Göttin hat halt alles Gute in den Himmel verfrachtet. Sie hat dort halt irgendwie so schwebende Inseln erschaffen, wo dann die guten Menschen fernab von dem Bösen leben können, um sich dann für den Kampf vorzubereiten und dann das Böse zu zerstören, was auf der Erde ist. Das ist natürlich geil, wie Bioshock Infinite. Ja, genau. Ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt. Was? Wie? Ich? Ich repariere diese Tür. Sie knarrt nämlich. Und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Na, dann kann man nichts machen. Und hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn du diese Statue dich zuwendest und betest, bla bla, kannst du speichern. Statuen wie diese gibt's überall. Bla bla. Verlasse dich auf die Göttin. Wenn diese Tür knarzt, hau doch nicht mit dem Hammer rauf, nimm einfach Öl. Okay. Na dann. Das macht das Knarzen definitiv weg. Okay, wir gehen mal hier hoch. Hä? Warte, wo müssen wir hin? Zum Zeremonieplatz. Wo ist der? Ah, da oben ist Zelda. Ich muss dahin. Cutscene. Es gibt Cutscenes. Okay, was ist das jetzt? Ich will weiterspielen. Es gibt Cutscenes. Ich traue mich nicht zu fragen. Frag. Worum geht's in dem Spiel? Das muss dir gar nicht peinlich sein. Das wissen wir alle nicht. Also, zumindest. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe es gerade gestartet.
Man hat absolut noch nichts herausgefunden. Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, wir sind in einem Internat aufgewacht, wo wir wohnen. Wir sind Link. Und heute findet eine Zeremonie statt. Irgendwas mit Gleiten oder Fliegen. Und das ist bisher die Story. Guten Morgen, Link. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Unsere Verabredung, hattest du sie vergessen? Sieh doch mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Genau, eine Vogelreiterzeremonie ist heute. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Ist das eine Harfe? Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Okay, keine Harfe, eine Lyra. Das ist ein griechisches Instrument, oder? Das gibt es auch im realen Leben. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das steht mir doch, oder? Ja. Hallo, ich will auf Ja. Auf Klar doch. Hallo! Ist das jetzt hier? Also die Bewegungsstörung ist einfach nur. Also wenn ich nachher so das Schwert schwinge, ganz ehrlich. Hä? Das ist einfach nur ein Glücksrad hier. Das ist schon peinlich. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Zelda, bist du schon fertig mit der Vorbereitungen? Oh, Vater. Das ist der Vater von Zelda. Ganz schön hässlich. Sind das deine Augenbrauen oder ist das seine Kopfbehaarung? Oder ist das beides eins? Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Wie soll man das simpel erklären, ohne zu spoilern? Heute gibt es eine Vogelreiterzeremonie, wo man in den Lüften fliegt. Weitere Infos folgen dann, wenn Brauni soweit ist. Außerdem gibt es zwei Teile. Einmal das Wolkenreich und einmal das Erdland. Das Erdland ist halt die normale Welt. Später wird man aber mehr über das Erdland erfahren. Hat man schon am Anfang in einem kleinen Trailer erfahren und da soll wohl das Böse lungern. Und das Wolkenreich wurde von der Göttin erschaffen, um das Gute vom Bösen zu trennen, damit das Gute nicht vom Bösen aufgefressen wird. So. Selbst du alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wir müssen gewinnen. Wo wir vom Anstrengen reden. Hör mal, Vater. Link hat in letzter Zeit, nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Übrigens, Zelda hat hier ganz andere. Also, das Model ist komplett anders, als man das kennt von Zelda. Und auch Link sieht halt irgendwie. Also, Link erkennt man schon, aber Zelda hätte ich jetzt absolut nicht erkannt. Wie seht ihr das? Hättet ihr Zelda erkannt? Ich nicht. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit. Also weißt auch du, Link und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Zelda ändert sich einfach von Spiel zu Spiel. Der Vater auch, der sieht auch komplett anders aus. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Also jeder hat hier einen Vogel, Leute. Ist ja wie im Real Life, da hat auch jeder einen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jeden von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Ein Schutzvogel, okay. Jeder von uns trifft einen Jo was? In jungen Jahren hier von der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war auch das bei euch so. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders.
Er ist kaminrot. So selten, dass wir eine Art für, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Oh, wie cool. Wir haben ein ausgestorbenes, gehaltenes Vogelobjekt. Man hat nie was von Zeldas Mutter gehört, falls es keinem aufgefallen ist. Man hat auch nie was von Links Eltern gehört, oder? Link, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes, damals, gleich als Link und sein Wolkenvogel sich trafen? Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung. Mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Link hat keine Eltern. Link kommt aus dem Labor. Kann natürlich auch sein, dass Link und Zelda Geschwister sind. Es ist auch kein Wunder, dass man Link um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Aber das ist echt, also man lernt hier auch was fürs reale Leben. Und zwar, dass man Vögel hat. Du nimmst es zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Aber ich finde, das ist sehr viel Text dafür, dass es ein Spiel für Kinder ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Falle wird er kein Ritter werden. Alter, die Mod-Ansicht ist so komisch. Bist du auf der richtigen Mod-Ansicht, Kommi? Du musst mir, mit dem Dings musst du auf die Ansicht gehen. Mit dem Dings. Laptop. Ist ja schön und gut. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Immer wenn es um Link geht, bist du so... Punkt, Punkt, Punkt. Sie ist verknallt in Link. Bin ich ja. Perfekt. Die Mod-Ansicht ist geil, Lukas. Komm schon. Lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon. Hierher. Was machst du denn? Zelda, ich glaube, wir sind schon in einer Beziehung mit ihr. Auf geht's. Spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Will die uns jetzt hier in den Tod stürzen lassen? Ja, wir sind in einer Beziehung. Die Zeremonie wird bald beginnen. Dann musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Ey. Du schubst mich jetzt da nicht runter, oder? Okay, das war's. Ende. Link? Du musst Pfeil nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Und das hier, so in der Art, ist auch der Trailer von Breath of the Wild 2. Da fällt man von oben runter. Und viele haben daraus ein Meme gemacht von Fortnite, weil du da in Fortnite auch aus dem Bus springst und dann nach unten gleitest. Auf eine Insel. Hier, das ist halt so, ne? Battle Royale. Zelda Battle Royale. Du kannst jederzeit nur Fähre starten, Lukas. Du bist Mod. Link, ich hab dich. Mann, Mann, Mann. Oh. Geht es euch gut? Es tut mir leid. Ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich glaube, tatsächlich wollte Nintendo mit dem Trailer einfach die Fortnite-Community ansprechen, dass sie sich alle Zelda kaufen sollen. Ich frage mich, was mit deinen Wolkenvogel los ist, denn alle Fortnite-Spieler, ne, wie spricht man denen an, indem man ihnen Spielszenen zeigt, die sie gewohnt sind die sie einfach gewohnt sind, präsentiert. Und das war sehr gewohnt. Ich frage mich, was mit dem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Achso, ich habe gar nicht Pfeiltaste nach unten gedrückt. Oh, warte, ich hätte sie... Nein, das ging doch gar nicht. Das war doch gerade geskriptet, oder? Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Link,
Du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nur erst einmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in die Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Was ist denn mit deinem Vogel jetzt los? Man hätte wenigstens die Charaktermodels. Oh, guck mal hier, da ruckelt es ein bisschen. Oh, es ist schon zu spät. Die Vogelretterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Taitor organisiert. Link, kannst du bitte zu Taitor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ich kann meinen Vogel nicht hören. Vater, selbst wenn er zu Meister Taitor geht, wird der sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde eben ich mit ihm reden. Link, sag doch bitte Taitor, dass er in meinem Büro kommen soll. Auf jeden Fall cringe. Richte den Joy-Con auf den Bildschirm und drücke Y. Hast du den Eindruck, dass der Gyrosensor im Spiel nicht richtig funktioniert? Ja, habe ich. Kannst du ihn zurücksetzen, indem du Y drückst. Der funktioniert nie richtig. Soll ich jetzt immer Y drücken? Okay. Wo war der Typ jetzt? Wo war Taitor? Diese Nachricht regt mich so auf. Welche Nachricht? Kommi. Taitor. Wo ist Taitor? Ich glaube, Taitor ist... das Spiel läuft aber nicht in 60 FPS, oder? Das sind doch auch nur 30. Warte. Taitor ist bestimmt da drin. Nee, warte. Oder? Hier drin ist Taitor. Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Link? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid. Ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Ach so, die Nachricht mit dem Kalibrieren ist nervig. Okay. Warte, von hier sind wir gekommen, ne? Das war die Schule. Oh, ich habe keine Ahnung, wo Taitor ist. Wir machen mal Hilfe. Bewegen, sprinten, rollen. Ja, wie? Das ist die Hilfe? Willst du mich verarschen? Ich dachte, es gibt Ingame-Hilfe. Wow. Soweit ich weiß, laufen alle Zelda in 30 FPS. Nee, Breath of the Wild läuft auf der Wii U in 5 FPS. Teilweise, ohne Witz jetzt. Taitor ist der mit dem Katzenproblem. Dann gehen wir wieder raus. Du bist Taitor? Jo. Meister Taitor. Was ist los, Link? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm. Aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen? Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir? Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie. Ich finde erstmal... was? Und finde erstmal deinen Wolkenvogel. Schluck trinken, danke Mustafa. Oha. Wo fangen wir an, den Wolkenvogel zu suchen? Ich würde tatsächlich sagen, hier unten. Bam! Rolle gemacht. Sollen wir jetzt einfach so die Welt erkunden? Ich glaube schon. Oha, was ist das für ein Emoji? Komm, Lukas. Was ist denn hier los? Warte mal, Link. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da. Kannst du auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renn auf den Baum zu und rolle und rums. Mach's gut. Bitte. Hä? Oh, beim Sprinten soll ich die linke Hand schütteln?
Bam! Oha! Gut gemacht, das ist er, mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Ein Wolkenhirschkäfer? Oh, das nervt jetzt schon mit dem Schütteln. Ich will spielen und nicht schütteln. Was macht man eigentlich auf der Switch Pro? Also, ich spiele jetzt mit Joy-Cons, Leute. Ich habe gewechselt. Aber wie rollt man denn auf der Switch Pro? Auf dem Pro-Controller? Das sind Feng-Min-Skins? So kein Feng-Min-Skin. Muss ich jetzt hier pusten, oder was? Okay. Wir brauchen den Wolkenvogel. Wir wissen nicht, wo er ist. Hä? Ich kann doch jetzt unmöglich die ganze Stadt hier ablaufen. Oh, was ist das? Du hast ein Herz gefunden. Ah ja. Ah, ich habe doch schon volle Leben. Aber das ist eine gute Idee, ne? Die Herzen einfach in Form einer Pflanze. Schau dir die Hilfe an, dann weißt du es. Also natürlich nur dann, wenn du eine Knopfsteuerung spielst. Ah. Weil die Hilfe gibt dann ja die Knopfsteuerung. Ich habe keine Ahnung, wo mein Vogel ist. Da oben ist ein Vogel. Vielleicht ist das meiner. Ich glaube nicht. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugenden Getier. Zutritt für Kinder strengstens verboten. So. Dann lernen wir jetzt mal das Tauchen. Okay, wir können nicht tauchen. Nö, nix geht. Wir müssen mit jemandem sprechen, der eine Bubble auf dem Kopf hat, ne? Ach, guck mal, hier ist, die versperren den Weg. Heute ist solch ein gutes Wetter. Und wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Ich sage euch, mein Sohn kommt täglich dreckig nach Hause. Dieser ungezogene Bengel. Wie sehr ich seine Sachen auch wasche, es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünschte, jemand würde das für uns übernehmen. Oder für mich übernehmen. Dumm. Denn in der Ritterschule ist ein kleines Herz. Haus. In der Nähe der Ritterschule ist ein kleines Haus. Eine Bubble. Das sind überall kleine Häuser. In der Nähe der Ritterschule. Die Frage ist, meinst du dieses Haus? Aber das ist nicht klein, das ist riesig. Oder meinst du die Ritterschule? Also, warte, die Ritterschule ist das kleine Ding da. Was übrigens von draußen richtig klein ist und wenn du reingehst, ist es riesig. Hier ist ein Haus. Aber das ist zu. Da hinten ist ein Haus. Das ist der Bazar. Da muss ich, ein kleines Haus. Hier sind überall Häuser. Hier ist auch ein Haus. Mann, Trial and Error. Super. Wo bin ich jetzt hier gelandet? In einem fremden Haus. Oh, dieses Kind. Gleich gibt's Essen und er treibt sich wieder sonst wo herum. Jagt bestimmt wieder irgendwelche Krabbelviecher. Oh, dieses Kind haben wir gefunden. Das jagt
Krabbelviecher. Dieses Haus war es nicht. Ich kann jetzt unmöglich in jedes Haus reingehen. Das ist doch langweiligstes Gameplay ever. Oh. Denkst du nicht, dass es ein klein wenig unhöflich ist, einfach so in mein Haus hereinzuplatzen? Ich arbeite üblicherweise im Bazar, aber heute ist schließlich der Tag der Vogelreiterzeremonie. Daher habe ich frei. Am liebsten würde ich mir immer frei nehmen, wenn viel zu tun ist. Aber am Ende ist mir dann doch langweilig. Oh, die Arme. Ich mach die Tür auf. Bam! Und? Ich sollte nicht in den Schränken anderer Menschen stöbern. Geh einfach zur Ritterschule. Alles klar, ich geh zur Ritterschule. Oh nein, warte, Quatsch. Ich muss mir den Spielberater für 60 Euro kaufen. Oder? Also der Typ meinte, ich soll... Nee, was meinte der Typ eigentlich? Der meinte gar nichts, oder? Der hat an sich gar nichts gesagt. Außer ich soll ihn suchen. Hier ist ein Haus. Oh, verschlossen. Vogel, wo bist du? Ich habe hier eben was gehört. Hat das Spiel eigentlich Autospeichern? Weiß man nicht. Ich frage ihn nochmal. Ich sehe mal, was ich für die Zeremonie tun kann. Mach dich schnell auf der Suche. Ja, geil. Bestes Gameplay. So, da oben sind überall Vögel, aber das sind nicht unsere Vögel. Mein Vogel ist weg. Ich gehe einfach... Vielleicht ist er ja hier. Ich frag einfach mal den Direktor. Wir sollten Meister Tutor vor dieser Sache berichten, Link. Sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Hey, hab ich doch getan. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach einem Wolkenvogel fragen. Dürfen alle auf dem Dorfplatz sein. Mit der X markierten, was? Markierte Ort im Süden. Bla bla bla. Da ist die Vogelzeremonie. Ja. Hallo? Okay. Da möchte ich hin. Du weißt, wie die Karte funktioniert. Minus drücken. Danke dir. Hä? Let's do it! Oh, shit. Fallschaden. Herzlich willkommen bei Katschu. Wir müssen hier hoch. Springen! Ist das anstrengend. Und das kann ich einsammeln, dann habe ich wieder Speed. Perfekt. Die Tür ist immer noch zu. Danke dir. Wir müssen einfach in den Süden. Lass uns das kurz aufladen. Und jetzt rennen. Hier rüber, da haben wir wieder voll. Perfekt. Wo ist die Minimap? Wo ist die Minimap? Ja. Das hier ist der Platz. Dann gucken wir mal, ob hier jemand ist, der uns helfen kann. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt. Wie noch etwas. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen, selten wie sie sind.
Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Ey, ihr Spasten, ihr habt meinen Vogel gefangen. Hey, Link. Stehst du schon lange hier? Ja. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hose. Oha, hat er etwa alle Vögel gefangen von den Gegnern? Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen. Was? Habe ich recht? Ich glaube, du bist bei mir in der falschen Adresse geraten. An den falschen geraten. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist, vielleicht hat es ja jemand verfolgt. Verflogen. Mein Vogel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Oh, er ist eifersüchtig. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Oh, Zelda. Sir Zelda. Ich, also. Bardo. Hast du etwa schon wieder auf Link abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Link niedermachst? Ich. Was ist los? Raus damit. Also ich. Ach, vergiss es. Also dann, Link. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht noch, doch noch wieder auftaucht. Wislo, danke für den Lurk. So, wir müssen unseren Vogel finden. Die haben auf jeden Fall was damit zu tun. Ganz sicher. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Vogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur selbst, nach ihm zu suchen. Nivi, Schluck trinken. Vielen Dank. Lass mal was eingießen. Ich werde dir helfen und von der Luft aus nach dem Vogel suchen. Oh, wie cool. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Titor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Oh, voll krass. Jeder hat einfach so einen Vogel. Das ist richtig geil. Okay, ich wette mit euch, der Vogel ist da oben. Oder in diesem Turm drin. Ihr könnt springen, aber ist das wirklich schneller? Es sieht mega doof aus. Herabhängen. Denn da hinten? Eine Riesenkuppel. So, natürlich sind hier überall Wolken, damit man die Welt nicht sieht. Boah, da hinten. Also es geht irgendwie noch nach unten. Wo könnte der Vogel jetzt sein? Ich dachte eigentlich, dass der jetzt irgendwie hier ist, weil die waren ja hier.
Die drei waren ja hier. Aber hier ist halt nichts. Hier ist nichts. Ist der Vogel da hinten? Muss ich da runter? Also die standen ja hier. Vielleicht haben die auch nach da hinten geguckt. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Also da unten. Ich vermute, dass der Vogel dort ist. Aber ich habe jetzt keinen Bock, 10 Stunden... das Falsche zu machen. Vielleicht ist er auch hier drin. Nö. Ah, guck mal, hier ist jemand. Vielleicht hat die Person irgendwas gesehen. Oh. Was ist los, Link? Was? Dein Vogel? Er ist weg? Oh nein! Ich hatte mich so darauf gefreut, deinen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber von der Statue der Göttin und dem besten Aufblick auf das Dorf. Geh doch mal dahin. Ich soll jetzt nicht ernsthaft wieder zurückgehen, oder? Ich soll jetzt ernsthaft zurückgehen. Okay. Dann gehen wir den ganzen Weg, den wir eben gegangen sind, zurück. Guten Morgen, Jarell. Guten Morgen, es ist 21 Uhr. Hast du gut ausgeschlafen, Jarello mio? Oh! Soll ich abspeichern, bevor das Spiel abstürzt? Wir gehen auf Speichern. Wir wählen den Spielstand. Wir gehen auf Speichern. Fertig. Klettern. Und klettern. Springen. Wohl gemerkt, man kann nicht selber springen. Die Figur springt einfach automatisch. Hey, Link. Hier sind wir. Wir sprechen gerade von einem Wolkenvogel. Komm her. Hier bist, Link. Ich hab dich schon gesucht. Ich hab mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Als ich mit Gruß hier geredet habe, hat er sich selbst verhalten. Verzeih mir, Link. Aua. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los. Guckt schon aus. Also, ich habe vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt. Da kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Ich bin schon lange wach. Oha. Bardo hatte also anscheinend einen Plan, sich den Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Cool. Da war ich schon. Ganz am Anfang. Es tut mir leid, Link. Es tut mir so furchtbar leid. Link, am Wasserfall wurde in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister in der Übungshalle. Okay, let's go. Wir holen uns ein Schwert. Mega cool. Aua, 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 ich hab ein Pflaster. Ah. Das war richtig dumm. Ich hab ein Pflaster auf mein... Ah. Egal. So. Schwertmeister, haben Sie ein Schwert für mich? Du kommst, um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich einfach. Die Schwerter sind im Hinterzimmer. Dies, das. Okay, wo ist der Hinterzimmer? Es gibt kein Hinterzimmer. Doch, hinten. Ja.
Es gibt eine... Oh, eine Kiste. Epischer Loot. Ein Übungsschwert. Erhalten. Drücke Plus, um sie dir anzusehen. Oh, ich habe ein Schwert. Cool. Jetzt bin ich gespannt, wie ich dieses Schwert schwingen kann. Oha! Okay, ich schwinge jetzt von links nach rechts. Von rechts nach links. Von links nach rechts. Rechts nach links. Links nach rechts. Rechts von links. Links nach rechts. Oben, unten. Unten, oben. Oben, unten. Links, rechts. Okay, aber das funktioniert. Das funktioniert doch ganz gut. Das schlägt immer dahin, wo ich hinschlage. Aber ich will nicht schlagen. Ich will... Okay, egal. So, also, so. Das ist jetzt so ein bisschen wie... kennt ihr dieses... dieses Mobile-Game? Wo man Obst zerschneidet? Wo man die Schnittrichtung angibt? So ist dieses Game. Jetzt muss ich stechen, oder? Bam! Herzlich willkommen, Toppi! Wir spielen... das beste Spiel... nach unten. Sehr gut, Link. Du weißt, mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Jetzt muss ich mich wirbeln. Ausgezeichnet. Die Bewegungssteuerung funktioniert. Schwinge gleichzeitig horizontal. Oha. Hervorragend. Was ist denn ein Fangstoß? So, jetzt liegt er auf dem Boden. Jetzt kann ich ZL drücken. Ah, wenn ich dann schwinge, dann macht er einen richtig krassen Finisher. Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einem Wirbelattack zu Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen. Lass dir nicht so viel Zeit. Alles klar, danke dir. Tschüss. Was soll das werden, Link? Hä? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davon schleichen? Ich brauch's. Wie? Du sagst, den Wolkenvogel sei verschwunden? Und du willst ihn nun suchen? Ich verstehe. Eigentlich dürfen wir Wolkenhorten nur Ritter ein Schwert tragen. Aber ich mache dieses meine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe. Der schenkt uns einfach das Schwert. Oha, warte mal. Bam! Aua! Bam! 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 Ja, gut. Eine Sprungattacke. Voll krass bist du. Danke. Let's go. Wir haben ein Schwert. Wir haben zwei Füße. Zwei Hände. Ein Gehirn. Wir müssen unter dem Wasserfall. Okay, 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 okay. Ich weiß, wo lang. Ella 665, herzlich willkommen. Wir müssen hier rüber. Oh. Oh, warte mal. Das ist jetzt offen. Okay, wir hätten ja gar nicht hoch müssen. Wir müssen darüber. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt ein Schwert haben. Taneko, herzlich willkommen. Mir fehlt nur noch Demis. Was ist denn Demis? Hä? Wovon redest du, Taneko? Taneko, nicht spoilern. Weil wir haben das Spiel gerade angefangen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schnittbilly schnapp. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt so schneide? Ja, gar nichts. Da drin ist unser Vogel, oder? Oha, unser Vogel. Rein da. Bam. Oh,
Jetzt habe ich das Schild zerschnitten. Ah, das ist schon cool. Naja, er schneidet nicht wirklich so, wie ich schneide. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja. Nein. Nein. Doch. Nein. So, jetzt lass mich da durch. Aua, mein Arm tut jetzt schon weh. Der letzte Boss. Oh, vielen lieben Dank, dass du den letzten Boss jetzt gespoilert hast, Taneko. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich dieses Spiel noch nie gespielt habe und dass wir es gerade angefangen haben zu spielen. Dann erklär uns doch nicht, dass das der letzte Boss ist. Ich habe es noch nicht gespielt, Taneko. Oh, okay, das ist cool. Anvisieren, schlagen. Schlagen, schlagen. Schlagen. Ich glaube, man muss das Spiel mit Bewegungsstörung spielen. Ein grüner Rubin ist ein Rubin wert. Perfekt. Weiter geht's. Ah, ja, die Drehattacke. Die Drehattacke. Ja, Jarell. Also bin ich nicht darauf gekommen. Aber ich muss sagen, die Bewegungssteuerung ist schon ganz geil. Jeder hat die halt bei der Originalversion gehasst. Jetzt gibt's die normale Steuerung und die hasst jetzt auch jeder. Also egal, was man macht. Es wird gehasst, aber trotzdem kaufen es alle. Oh. Oh. Ich habe dieses Insekt getötet. Der Name hat keine Bedeutung. Naja, wenn wir im Laufe der Story irgendwann diesen Namen hören, wissen wir sofort, das ist der Boss. Bam, 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 bam. Du hast... Was? Du hast doch gesagt, die wäre Trash. Ich habe das bei jemandem gesehen, der gestreamt hat. Aber die Person war halt komplett überfordert mit der ganzen Stimmung. Bei dem Auswahlmenü hat man gesehen, das ist einfach, das war wirklich kacke. Das Schwertschwingen geht aber erstmal ganz gut. Mal gucken, was noch so kommt. Was mich ein bisschen stört, ist, man kann in diesem Spiel nicht springen. Die Figur springt die ganze Zeit automatisch. Man merkt die 10 Jahre. Ja. Wenn man die 10 Jahre... Also wenn man merkt, dass das Spiel 10 Jahre alt ist, warum bezahlt man dann jetzt 60 Euro dafür? Warum bezahlt man für 10 Jahre altes Spiel 60 Euro? Ui, Zelda, guten Abend. Space Force, wunderschönen guten Abend. Oh. Bam. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich mich so komisch bewege, das Spiel hat Bewegungsstörung und ich schwinge das Schwert mit meiner Hand. So. Hä? Okay. Manchmal muss ich vielleicht ein bisschen doller schwingen. So, hier kann ich mit Speed hoch. Okay. Oh, hier ist ein Rubin. Nein, warte. Doch. Oha. Zwei sogar. Ich werde reich. Aber ich würde behaupten, hier ist sonst nichts. Deswegen lass uns rausgehen. Ich kann ja nicht lange bleiben. Bin gerade im Legion-Cosplay. Juli, Dead by Daylight. Oh, wie cool. Kann man das bei TikTok dann sich anschauen? Bestimmt, oder? Richtig cool. Bin ich gespannt. Gucke ich auf jeden Fall mal vorbei. Deine Cosplays sind auf jeden Fall immer mega cool. €30 wären fair gewesen, ja. Link! Was denn? Ich habe deinen Vogel gefunden, sagt sie jetzt bestimmt. Da bist du ja, Link. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und... dich von der Luft ausgesucht. Und hast du deinen Vogel gefunden? Hm. Bardo und seine Kumpels sollen sich oft dort hinten herumgetrieben. Herumtreiben. Gehen wir. Hm? Was ist jetzt los?
Wer ruft da? Oh, tut mir leid. Ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Was? Irgendwer oder was hat gerade nach ihr gerufen? Da ist er ja. Oha. Die haben ihn echt eingebaut. Gute Vorbereitung für BOTW 2. Das wird wieder ein Mammutprojekt. Schnitt! Schnitt! Hallo? Schnitt! Okay. Schnitt! 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 Hä? Schnitt! Hä? Der macht eine ganz andere Bewegung wie ich. Wow, eine Bewegungsstörung, wo die Figur sich anders bewegt als ich. Ja, dann braucht man die wirklich nicht. Hätte ich jetzt auch einfach nur schütteln können in irgendeine Richtung, oder? Da ist der Vogel, der Gute. Das ist meiner. Der sieht ein bisschen aus wie der aus Pokémon Gold. Wie heißt der nochmal? Der Legendäre. Nicht Lucarifaris, sondern Solaris. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich kenne die Namen nicht. Viel Spaß mit manchen Bossen. Die Bewegungsstörung ist fail. Ja, cool. 60 Euro. Beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Oh, oh. Hey, Link, diese Stimme. Hast du das gehört? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Irgendwas von der Erde, oder? Link, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Oh, die wissen das gar nicht. Denen hat man das nie gesagt. Alle sagen, da gäbe es nichts. Oh, um sie zu schützen. Und sie werden natürlich danach gucken. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinunter gehen und selbst nachsehen. Und guck mal, da hinten ist auch nochmal irgendeine Wolkendecke. Tut mir leid, dass ich dir so etwas erzähle. Komm schon, lass es gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du fein nach unten drücken. Dann wird dein Wolkenvogel kommen. Let's go! Was ist dann aber bis heute dein bester Zelda-Teil? Puh, oh. Kann ich, weiß ich nicht. Feiner unten! Neo. Perfekt. Easy. Oh! Hey, funktioniert doch super gut. Nimmst den Controller und neigst den. Rechts, links. Also keine Ahnung, was man da nicht verstehen kann. Nach der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Link? Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen. Beachte jedoch, dass er langsamer wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Falls du schneller fliegen möchtest, musst du ihn dennoch nach oben steuern, um Höhe zu gewinnen. Nur um danach in den Sturzflieg zu übergehen. Also in die Höhe gehen und dann Sturzflug. Okay. Jetzt müsste ich steigen, richtig? Hä, ich gehe mal in den Sturzflug. Hä? Du sollst hoch! Geh hoch mit dir! Hoch! Ah! Das ist hoch.
Mensch, Leute, das ist ja easy. Ist ja auch ein Kinderspiel. Also ich muss hoch und dann in den Sturzflug. Also so hier. Hoch. Sturzflug. Oh, mit dem Angriff kommt man auch. Hoch. Sturzflug. Hoch. Angriff. Sturzflug. Ich muss gar nicht die ruckartige Bewegung machen. Es reicht, um einfach so umzugehen. Okay, B ist langsamer. Ja, ich meine Ho-Oh. Ich meine Ho-Oh, Graffiti Girl. Danke. Wie findest du Pokémon Unite? Ganz cool, wenn man es kann. Wenn man es kann, ganz cool. Ansonsten macht es, glaube ich, keinen Spaß. Und das Problem, das hat jedes Spiel, auch zum Beispiel Blizzard hatte das Problem bei Storm of Heroes of Storm. Das ist nämlich exakt das gleiche Spiel von Blizzard. Damals, vor 20 Jahren. Das Problem bei dem Spiel ist, 50% der Spieler verliert in dem Game. Und wenn du verlierst, hast du absolut keinen Spaß an dem Game. Das heißt, 50% der Spieler haben keinen Spaß an dem Game. Was machen die 50% der Spieler? Ja genau, die hören dann auf. Von den anderen 50% verlieren dann, wenn die anderen aufgehört haben, 50%. Die hören dann auch auf. Und das immer so weiter. Es halbiert sich jedes Mal. Dann sind es nur noch 25%, dann nur noch 12% der Spieler und dann ist das Spiel tot. Genau das ist bei Heroes of Storm auch passiert. Warte, und die anderen warten sich ja schon. Ja, let's go. Wir haben alles kapiert. Wollen wir gleich Pokémon Unite ein bisschen spielen? Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinen Vater berichten. Wollen wir gleich Pokémon United spielen, Leute? Fünf Leute, also vier Leute können mitspielen. Hey, Link. Ach, du hast dein Federvieh gefunden? Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine extra Rost, hä? Und jetzt tauchst du auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zelda-Lein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Wie findest du eigentlich Splitgrade? Ist auf Steam kostenlos. Habe ich noch nicht gespielt, Jarell. Aber was ich gesehen habe, sieht echt cool aus. Scheint sehr viel Spaß zu machen. Graffiti Girl, du würdest mitspielen? Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? Ich würde sagen, wir machen dieses hier Menü noch und dann wechseln wir. Bardo redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird. Und sie dann für immer zusammen sind. Hihihi. Ha! Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Ich würde bei Splitgate habe ich jetzt aber nicht, Cheryl. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Die Paraschal, die sie selbst getragen hat, in meine Hand. Er riecht bestimmt toll. Ach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Ja, ich würde mitmachen. Alles klar, sehr gerne. Edit mich schon mal, Brownie YT. Nur wir beide, ungestört. Zelda und ich, ganz allein da oben. Ha, hehehehe. Bardo, Bardo. Hinter dir. Hinter dir. Was ist denn? Stört mich nicht. Oh. Wir beide, wie? Ganz allein, ja? ja. Ja, also Link. Gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja?
Ich bin der, der fliegen kann. Zelda mag ihn absolut nicht. Bardo, warte auf uns. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Ja. Mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, Link. Wir gehen rein. Die auserwählten Schüler, bitte zum Start. VIP ist jetzt auf 7 Tage, Jarell, wie versprochen. Also dann, Link. Bis gleich. Es geht los! Nice. Hey! Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Link nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regel. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht fein nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Yes. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihre selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und? Yeah. Fabi hat uns seit 23 Monaten abonniert. Fabi, vielen lieben Dank! Noch einen Monat, dann sind es 2 Jahre. Dann bekommst du neuen. Du bist der Erste, der diesen 2-Jahres-Badge bekommt, oder? Gibt es überhaupt schon ein 2-Jahres-Badge? Ich glaube, wir schalten uns den gemeinsam frei, wenn du in dem zweiten Jahr bist. Vielen, vielen lieben Dank, Fabi. Wir machen weiter. Kuss, Fabi, schreibt Jarell, auf jeden Fall. Ich will nicht sehen. Yeah. Fetzers Gaming Club rated uns mit 3 Zuschauern. Danke, Fetzer. Was wollte ich gerade sagen? Ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen, Sarah, Logan und Fetzer. Ich habe gesehen, ihr habt auch dieses Spiel gespielt. Ihr seid aber schon viel, viel weiter. Ich habe dieses Spiel heute erst gestartet. Deswegen muss ich aufpassen. Ich habe das Spiel heute erst gestartet. Deswegen wollte ich mich jetzt nicht spoilern lassen. Habe auf jeden Fall heute gemerkt, warum ich dieses Game so hasse. Wegen der Bewegungssteuerung, Fabi. Genau, ganz wichtig. Frage, Fabi. Spielst du mit Bewegungssteuerung oder mit Pro-Controller? Und das gleiche auch an dich, Fetzer. Spielst du mit Bewegungssteuerung oder mit Pro-Controller? Ich spiele jetzt spontan mit Bewegungssteuerung. Fabi spielt mit Pro-Controller. Bei Pro-Controller scheint wohl auch nicht... Obwohl, Pro-Controller scheint besser zu sein, ne? Also das Schneiden... Das Schneiden... Es ist nur ein bisschen schwer. Das Schneiden mit Bewegungssteuerung ist halt auch nicht gut. Du machst die Bewegung und Link macht die Bewegung. Also es funktioniert nicht 1:1. Der Weg zum dritten Stand später ist einfach nur nervig. Steuerung ist Müll. Ja, 60 Euro für Müll. Wenn das Spiel nicht Zelda im Namen hätte, hätte das Spiel sich keiner gekauft, weil die Steuerung Müll ist. Es ist Zelda drin, das Spiel kauft man sich. Bewegungssteuerung ist besser, denke ich. Ich denke auch, dass Bewegungssteuerung besser ist. Deswegen spielen wir Bewegungssteuerung. Ich brauche deine Trainer-ID. Graffiti, ich schaue gleich mal nach. Wir machen das jetzt hier noch. Wir machen jetzt die Zeremonie noch.
Pro-Controller. Wir machen die Zeremonie noch und dann spielen wir Pokémon Unite. Also wenn ihr Pokémon Unite mitspielen wollt, dann könnt es euch kostenlos auf der Switch laden und dann mitspielen. Wir können es zu fünft spielen. Wenn ihr Lust habt, ladet euch das Spiel runter, es ist kostenlos. Wenn ihr denkt, das Spiel ist kacke, ladet es euch trotzdem runter, es ist kostenlos und überzeugt euch. Das Spiel macht ganz gut Spaß. Mehr als dieses 60-Euro-Spiel. So, und jetzt, let's go, die Zeremonie wartet nicht auf uns. Oh, oh, es geht jetzt schon los. Los, was? Oh mein Gott, okay. Spring! Oh, Pfeifen! Oh, er ist da! Er ist da! Speed! Speedy Gonzales! Oh, oh, Speed holen! Nach oben! Ja, angreifen! Warte, warte, hoch, 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 hoch. Speed! Hoch, 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 hoch. Der da hat ihn, der hat ihn, der hat ihn. Oh, fahr langsam. Drehen, 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 drehen. Oh, jetzt ist alles im Arsch. Jetzt ist die Bewegung, jetzt ist die Bewegungssteuerung im Arsch. Oh, oh, danke für die 100 Bits. Ja, ich kriege ihn nicht mehr hoch. Okay. Bewegungssteuerung, verlass mich nicht. Okay. Vielen, vielen Dank, Fetzer, für die 100 Bits. Schütteln. Wieso muss man denn da schütteln? Hat ja gar keinen Sinn, oder? Come on, come on, come on. First try, oder? First try. Ah nein, er hat mich verarscht. Komisch. Hütte, um mal in Höhe zu gewinnen. Danke für den Hinweis, Nivi. Nivi! Nivi, wir haben's! Nur wegen dir! Wir haben ihn! Nein! A drücken! Scheiße! Ich dachte X! Das hat mir keiner gesagt im Tutorial. Hä, ich dachte, man soll X drücken! Was für ein Betrug! Im Tutorial war die ganze Zeit die Erwähnung von X. Wir haben ihn. First try. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Hey! Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen? Nimm das, Kleiner. Ich muss sagen, das Fliegen ist voll cool. So, wir kommen ran, let's go. Du hast die Vogelfigur erhalten! Diese Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettflugs aus. Zelda wird sich freuen. Das ist ja richtig geil. First try. Link! Okay, es ist keine Cutscene. Ey! Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Was für ein Abenteuer, Leute. Was für ein Abenteuer. Das hat Spaß gemacht. Link, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen.
Ja, wir haben sie noch. Nein, falsch rum. Dreh sie. Ja. Und jetzt singt sie das göttliche Lied. Skyward Sword ist auf jeden Fall das romantischste Zelda-Spiel. Oh, wie cool. Weil jetzt auch so ihre beiden Vögel miteinander fliegen. Maibaum, herzlich willkommen. Oh, es ist wirklich romantisch. Hm? Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt. An deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus. Hoffend auf deinen Segen. Wie cool! Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen. Auf dass die Winde dir und deinen Wolkenvogel stets gewogen sein. Oh, was tut sie? Ah ja, den Schal uns geben, den sie selbst gemacht hat. Richtig cool. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel, tanzend im Wind für dich. Das ist das übrigens aus Mario. Das ist der Paraschall aus Mario Kart. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut nach Link. Nach Zelda. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschall. Man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Zelda möchte ich mir auch holen. Spiele nach und nach neue Spiele für die Switch. Brownie, wie geht's dir so? Mir geht's super. Wie geht's dir, Maibaum? Wie geht's dir? Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Wie findest du inzwischen die Bewegungssteuerung? Ganz cool, Nivi. Sie hat hier und da ihre Macken. Man kann aber jederzeit auf Y drücken und resetten. Das weiß jeder, der die Texte sich durchgelesen hat und das Tutorial kapiert hat. Und dann geht's. Die Bewegungssteuerung funktioniert. Wie es mit der Pro-Controller-Steuerung aussieht, weiß ich nicht. Ich werde es noch oft sagen. Ich finde sie sehr gut. Aber das hier finde ich halt absolut kacke, Nivi. Guck mal. Hoch. Hoch. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also das hier ist einfach nur irgendwie Ping-Pong. Keine Ahnung, ich kann das nicht richtig kontrollieren. Du machst das auch falsch. Leicht in die Richtung neigen. Es funktioniert nicht so richtig. Also auch das leichte Neigen. Also das leichte Neigen funktioniert halbwegs gut, ja. Aber manchmal, gerade nach oben, springt er dann doch irgendwo anders hin. Bei mir geht es sehr gut. Ja klar. Ja, man kann hier auch den Stick machen. Warum nutzt du auch Bewegungssteuerung? Weil das besser ist, Fabi. Das Originalspiel basiert auf nur Bewegungssteuerung. Und mal ehrlich gesagt, ist das Remake kein Remake, sondern es ist einfach das Originalspiel. Deswegen solltest du es auch mit Bewegungssteuerung spielen. Weil alles andere ist nur irgendwie reingefrickelt, um das Spiel für 60 Euro zu verkaufen. Die Controllersteuerung ist, glaube ich, noch beschissener. So. Kriegen wir jetzt einen Kuss? Sie küsst uns. Wie Romantik. Okay, sie schmeißt uns einfach nach unten. Splatoon ist die Bewegung schon richtig geil. Ja, definitiv. Siehst du das runde Bodenreif vor der Statue der Göttin? Lande dort. Okay, wir müssen ZR vor der Landung drücken. Oh mein Gott! Langsam tut's weh, wie du mein Skyward Sword immer schlecht machst. Ich mach's nicht schlecht! Ah! Hä? Hä? Ich bin daneben gelandet.
Lande im Flug deinen Körper. Ah ja, das ging zu schnell. Ich mach's nicht schlecht. Ich mach's absolut. Das ist bestimmt kein schlechtes Spiel. Ja. Um Gottes Willen. Hä? Oh mein Gott. Das ist gar nicht so leicht. Ich hab ein bisschen. War nun Witz. Oh, ich hab mir nicht so einen Schränk. Nivi. Mach das nie wieder. Ich krieg hier so einen Herzinfarkt. Let's do it. Also. Welche Taste war das nochmal? Ah, die. Wir haben es geschafft. Die Bewegungssteuerung ist, glaube ich, besser als mit Pro-Controller. Aber auch nicht perfekt. Jetzt habe ich die richtige Wortwahl gefunden. Das hast du toll gemacht, Link. Souverän wie immer. Wie romantisch. Können wir ein Foto schießen? Okay, jetzt ist es weg. Wir können kein Foto mehr schießen. Sag mal, Link. Jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön. Auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Es ist wirklich romantisch. Oh. Hör mal, Link. Link. Hä? Ja? Was ist los? Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Definitiv. Weißt du was, Link? Du und ich, wir. Was? Liebe in der Luft, ja. Es lag Liebe in der Luft. Und jetzt kommt der Zerstörer. Was ist das? Link! Oh nein, sie wurde entführt. Und jetzt beginnt das Spiel. Link. Das ist die Göttin. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Link. Alles nur ein Traum. Endlich bist du aufgewacht. Dein Ernst? Oh. 2 Stunden umsonst gespielt. Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Okay, es war doch kein Traum. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Das wirst du noch herausfinden. Oh ja. Da freue ich mich drauf, Nivi. Link, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Jetzt erzählt er ja ihm alles. Ein schwarzer Wirbelwind? Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Pi ist ein Miststück? Nein, ist sie nicht, Fabi.
Du darfst dich noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Link, als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei, die Nacht ist finster. Und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Das hieß einfach nur nervig. Dieses schwarze Vieh? Hör mir zu, Link. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Er vertraut seine Tochter. Auch wenn wir nicht wissen, was passiert ist. Oh. Da ist wieder diese Stimme. Wer ist das? Sie ruft uns. Aber jetzt wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir speichern. Wie speichern wir eigentlich? Können wir eigentlich hier wieder aufmachen und da kommt wieder Geld raus? Da kommt einfach jedes Mal Geld raus. Wir haben eine Goldgrube gefunden. Da war beim ersten Mal schon Geld drin. So. Wo kann ich speichern? An Speicherstatuen. Wo sind Speicherstatuen? Warte, im Original war sie nervig, im Remaster nicht mehr. Warum war sie im Remaster nicht mehr nervig? Das verstehe ich nicht. Wo kann ich hier... Wo ist hier eine Speicherstatue? Oder kann ich einfach rausgehen und speichern? Wieso ist das Spiel im Remaster nicht mehr nervig? Muss mir einer erklären. Die haben sie verändert? Was haben die da geändert? Ach, die Main... Ah, okay, die sind nicht mehr so oft da, sondern seltener. Verstehe. Die haben das Spiel also quasi leichter gemacht. Oder stressfreier. Oder ist das hier Pi? So, jetzt können wir hier auf jeden Fall speichern. Ganz cool. Oh, ist das eigentlich ein guter Punkt, um den Cut zu machen? Ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, wir machen den Cut. Hier machen wir den Cut, meine Lieben. Es ist sehr spannend gewesen. Wenn auch sehr in die Länge gezogen. Das ist Pi. Und Pi ist jetzt nicht mehr so oft da, nur noch, wenn man sie fragt. Ah, okay. 2 Stunden war der Stream und jetzt machen wir einen Schnitt und wechseln das Spiel. Das ist Navi. Jetzt spielen wir Pokémon Unite. Hallo? Wir spielen weiter, Leute. Nicht abschalten. Wir wechseln nur das Spiel.